Sturmtruppe, was machen Sie? Sie sollen doch die Nachtruhe einhalten. Konnte nicht mehr weiter schlafen. Früh und dürftig Uhr. Weg machen. Sammeln die schwarze Bär. Ja, gehen Sie und sammeln Sie schwarze Perlen. Schwarze Bären. Sturmtruppler aufgestanden. Saboteur, aufgestanden, es ist morgen. Ein neuer Tag für das Imperium. Mein Lord, ich habe Nachtruhe gestanden, Nachtwache gestanden. Ich hoffe, ich darf mich jetzt für ein paar Stunden ausruhen. Sie hoffen? Natürlich um Ihre Erlaubnis. Ohne Ihre Erlaubnis würde ich mich jetzt nicht hinlegen. Sind die Sturmtruppler mit Ihren Aufgaben vertraut? Architekt, Sie wissen, was Sie zu tun haben? Ja, Captain. Sabotageeinheit, Sie sind auch mit Ihrer Aufgabe vertraut? Jawohl. Also Sturmtruppler sind mit Ihrer Aufgabe vertraut, mein Lord. Ihre Auszeit sei gewährt. Ach, Vater. Ganze Narkotik jetzt verdonnert. Mist. Ach. Auch noch.
Er hat die Kreatur zur Base gebracht. War ich. Wieso werde ich darüber nicht in Kenntnis gesetzt? Leitung. Wie haben Sie es geschafft, dass die Kreatur auf Sie hört? Für einen Truppler? Gefissen auf einen hohen Ton. Sie scheinen sich mit der Tierwelt hier auszukennen. Ich befördere Sie zum Zoologen. Captain Phasma, entsprechenden Orden austeilen. Ja, bitte. Ihre Schätze. Sie sind verantwortlich für die Kreaturen Nahrungsbeschaffung, Besattelung, Gehorsam. Ich hab noch fast mal die Farbe stimmt von der Schürze nicht. In meinem Schrank befindet sich noch Farbe. Okay, mal dazu. Also. Beruht einfach auf simplen chemischen Abläufen, die die Nahrung länger haltbar macht. Sehr gut. Ich denke, wir werden hier vorne noch einen Schrank benötigen. In der Tat. Ich werde mich um den Punkt. Wie Sie es gerne hätten. Danke, Captain. Mein beförderter Sturmtruppler benötigt eine Lupe. Wird sofort hergestellt. Zerstören Sie nicht die Werkbank. Es ist ein Prototyp, also seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich gebe Ihnen Farbe, um die Schürze anzufärben. Na, mal hohes Level. Ist schön eingefärbt. So, dann kümmern Sie sich mal um unsere neue Kreatur. Ich möchte wissen, ob es sie einen Menschen tragen kann oder es ein Druiden machen muss.
Bleib fertig. Und ich schaue eigentlich Arte neue Sturmtruppler draufsetze. Dass der die beobachtet. Dann bin ich wieder frei für andere Sachen. Das für eine Konstruktion. Der Lord, man kann drauf reiten, wenn sie genug Vertrauen in einen haben. Wir haben aber schnell einen Sattel hergestellt für diese Kreatur. Es sind ja schon alle besattelt. Konnte ich bisher nur zwei herstellen. Ja, aber waren sehr schwer. Scheinbar nicht. Es war in 10 Sekunden erledigt. Länger war ich nicht weg. Wie kann das sehr schwer gewesen sein? Wenn man es draufklappen und diese Ringe. Oh je. Er hat die Sättel einfach viel zu schnell hergestellt. Na schön, einen Menschen können sie tragen, das ist sehr gut. Ich habe gesehen, wie zwei von ihnen einen Springer getötet haben. Das war eigentlich der Grund, warum ich sie überhaupt meinen Willen aufgezwungen habe. Sehr mächtig zu sein, doch sie besitzen keine Zähne. Dafür einen mächtigen Schweif. Eine Art Keule. Ich meine, sie haben Captain Phasmas Keule schon erlebt. Wenn sie diese Keule hier an den Kopf kriegen, sind sie weg. Ich habe draußen vor unserer Barrikade zwei weitere dieser Tiere. Beobachten Sie sie und zähmen Sie sie. Ui, da ist irgendwo was ganz Nützliches. Das hier ist ja mal was ganz Nützliches. Aber ich kenne mich leider nicht aus. Entweder entdeckt es der Zoologe und analysiert es gescheit. So muss ich mit dem Kopf abdrehen. Weil bezüglich, ne, ihr habt ja schon gesehen, wie ich das mache. Man muss sich anschleichen, man muss die Kacke untersuchen. Ja. Er hat jetzt auch eine Lupe, ne? Da kann man dann auch noch mal ein bisschen Forschung betreiben. Muss sehen, wann er das Tier entdeckt und wie er es macht. Wenn er es falsch macht, muss ich nur im Stream umbringen. Ah, das sehen wir ja dann. So, warum konnte er jetzt nur zwei Sättel herstellen? Das hat er jetzt gar nicht erzählt. Aber egal. Muss ich mich nicht drum kümmern. Er ist ja extra befördert worden. So, ich guck mich mal da um. Das Lager scheint hier ohne Lager und Maschinenraum. Verhütte ist noch nicht abgetrennt. Ich schlafe anscheinend im Treppenhaus. Ah, und ja, wenn einer geflogen kommt, ist er drin. Was ist denn? So, was könnte ich jetzt noch machen? Weitere Kreatur ist, sie scheint männlich zu sein und sehr viel stärker. Wenn Sie das sagen.
Ich hoffe, Sie kriegen Ihren Zoo hier in den Griff. Weil das hier raubt sehr viel Platz. Was jetzt auch gut wäre, wenn er mal quasi der Ankylo seine Fähigkeit als ja, Kunststück oder so beibringt. Und er kommt ums Eck, schauen Sie mal, was ich mit der Kreatur geübt habe oder so. Dann könnten alle der Ankylo richtig nutzen. Muss sie, wie er das macht. Wie er das umbauen wird. Am schönsten müssen wir weiter mit der Handfarme, weil wir es nicht wissen. Ich bin voll. War doch der Weg zu der Base, oder? Hat jemand aufgepasst? Im Chat ist ziemlich ruhig, wir haben da nicht so viel zu erzählen. Ich hoffe, es stört nicht, dass ich mein Overlay quasi weggemacht habe, um mehr ja, Roleplay-Feeling eigentlich drin zu bringen. So war es auf jeden Fall gedenkt. Biologe soll ja schwarze Beere farmen, das scheint er auch Anime gemacht zu haben. Echt. Wahrscheinlich muss ich das wohl selber machen mit der Beere sammeln. Ach, der Saboteur ist wieder zurück. Saboteur eigentlich. Gar nicht. Ah, okay, ich wurde gerade an den Befehl erinnert. Hi, Schatten-X.
Nimm mal einer von der Paras mit, dann kann ich mir Zeug schleppen. Und die Beine brauchen. Dies ist wohl auch ein zusätzlicher Eingang zu unserer Base. Ich kann Ihnen gerne den Eingang zeigen, mein Imperator, den ich gesichert habe. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass hier an dieser Stelle auch ein weiterer Wall benötigt wird. Der gar geschlossen wird, um unsere Tiere hier in der Stelle zu sichern. Wenn ich mich nicht irre, wollten Sie ja hier irgendwo die Landebahn haben. Ich war dabei, Steine zu farmen, zu sammeln, und dann habe ich das durch Zufall entdeckt. Muss der Stamina geskillt haben, der Wahnsinn. Diese Konstruktion ist von uns. Ja, mein Imperator, das habe ich hier angebaut. Und hier haben wir Zugriff zu Wasser. Falls sie durstig sind. Wir haben es getestet. Ja, es ist astrein. Frisches Wasser. Wissen die anderen Sturmtruppler davon? Damit noch nicht, mein Imperator. Ich wollte es erstmal Ihnen zeigen. Wegen den Feldflaschen füllen. Gut. Die Sturmtruppler noch in Kenntnis setzen. Werde ich machen, mein Imperator. Soll ich das Captain Fassmann melden? Hier haben wir auch eine Menge Metall und Steine. Und Holz. Ja, mich interessiert auch diese andere Kreatur dort. Ich werde mich mit unserem Zoologen auseinandersetzen. Es sieht friedfertig aus. Von weitem. Ja, wir sollten uns mehr mit den Wesen der Welt beschäftigen. Es ist nicht verkehrt, einen Zoologen zu haben. Wegen habe ich so einen befördert. Ein weiser Zug, mein Imperator. Der Wahnsinn, wie weitläufig der Spot ist. Wenn man das dann mal sieht. Oh, wir sind da schon 2 Stunden am Streamen, ne? Wieder. Wir starten ja immer um 8 Schatten. Ich habe jetzt einen Zoologe, der sich die Tierwelt antut, mit der Lupe checkt, sich um die Besattelung kümmert, nachschaut, ob man als Mensch das Tier reiten kann oder ob man als Mensch zu schwer ist. Dann müsste man ja Droide benutzen.
was die Tiere fressen, machen, tun und ob die Tiere krank sind und so weiter. Da muss der sich alles drum kümmern. Ja, und wenn es darum geht, eine neue Kreatur für uns zu entdecken, natürlich auch. Das habe jetzt ich mit der Ankylos das zweite Mal gemacht. Ich hoffe, er macht's richtig. Wenn nicht, muss ich ihm halt nur im Stream den Kopf abdrehen. Ja, du siehst schon, die Ankylos werden schon besattelt. Also der ist da schon am Arbeiten. Ach Gott. Wichtig ist der Vorkoster. Ja. Habe ich auch beim letzten Mal einer Vorkoster gelost, wo mir beim Fischer das Getränk hingeworfen wurde. Da hatte der Sturmtruppler Vorkoster. Mit ihrer Rüstung geschehen. Ich hatte sie kurz, weil ich ausgezogen, weil mir sehr heiß war, meinem Parat. Da läuft jemand gerade auf der Körper frei rum. Der Baumeister, ne? Da muss ich immer heiß aussehen. Ah.